Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infofrage-Feststellungs-Informationsvideo rund um meinen Kanal, Zukunftsprojekte und vor allem auch Minecraft. Als erstes fangen wir mal damit an. Womit fangen wir denn an? Fangen wir mit dem Zukunftsprojekt an. Und zwar, Most Wanted ist nun entweder schon vorbei oder demnächst vorbei. Es sind nicht mehr viele Folgen, ich glaube zwei oder so. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig. Vielleicht lade ich dieses Video aber auch erst hoch, wenn es schon vorbei ist. Und wenn es denn so ist oder wenn es auch nicht so ist, stellt sich jetzt die Frage, welches Spiel wir als nächstes Let's Playen. Ja, dazu kann ich nur sagen, entweder ihr schreibt ein paar Spiele unten in die Kommentarbox und ich suche mir dann ein paar raus. Und stell dann da nochmal ein kleines Video zusammen, welche in Frage ko kommen würden. Und ihr könnt dann da nochmal eure Stimme abgeben. Oder es sind halt automatisch gleich so viele für eins, dass ich dann sage, ja gut, dann nehme ich das. Es kann natürlich auch sein, dass ich das Spiel nicht habe oder mir zu teuer ist oder was auch immer. Dann müssen wir uns halt auf ein anderes einigen. Aber dazu wird es dann wahrscheinlich nochmal ein extra Video kommen. Dann jetzt bezüglich zu Minecraft. Ja, auch ein sehr wichtiges Thema. Und zwar habe ich so das Gefühl, dass das Let's Play Minecraft so an sich nicht mehr so gut ankommt bei euch. Ich weiß nicht, ich habe eine Vermutung, woran es liegt. Und zwar glaube ich einfach, dass es zu, ja, wie sagt man, monoton? Nee, ja, es dauert einfach zu lange, eine Sache zu bauen. Und deswegen habe ich mir gedacht, was haltet ihr davon, wenn ich quasi das ab sofort die neuen Folgen so gestalte, dass ich sie quasi ähnlich wie beim Aufnahmedesign quasi von Isa oder von Doc M immer quasi was ja sage, was ich bauen will, einen Teil zum Beispiel erkläre und zeige, wie ich es baue und dann halt den anderen Teil off, also ohne Kamera, ohne Aufnehmenbau und dann halt nicht so eine Folge jeden Tag 15 Minuten, sondern halt dann, was weiß ich, viermal in der Woche halt nur Minecraft und dafür halt dann 20 Minuten, 30 Minuten, sowas halt. Eine Folge halt am Stück, aber dafür halt, ja, nicht alles aufgenommen und dafür halt quasi schaffen wir quasi im Prinzip in der gleichen Zeit würden wir mehr schaffen. Also von dem, was ihr seht. Weil ich könnte dann auch so, ja, zum Beispiel, wenn ich caven gehe oder so, könnte ich dann einfach, zum Beispiel könnte ich die Kamera laufen lassen, Musik hinten rein, für mich so halt so, und dann später einfach die Musik ausmachen und dann alles in, was weiß ich, 500%iger Geschwindigkeit abspielen lassen oder noch schneller. Dann seht ihr halt, dass ich caven war und was halt so alles passiert ist und wenn irgendwas Spezielles war, halt dann mal wieder kurz in Slow-Mo oder so. Und dann halt am Ende dann quasi wie anschauen, was ich so alles habe oder wenn wir eben was bauen. Dass ich dann, wie gesagt, euch dann am Ende erkläre nochmal, wie es jetzt Ganze aussieht, was ich damit vorhab. Oder eben bei diesem aktuellen Let's Play-Verfahren, nennen wir es mal so, ob ich eben das beibehalten soll. Sprich, alles aufnehmen und alles zeigen und alles, ja, zeigen und spielen, quasi, was ich auch wirklich tue. Ja, diese zwei Möglichkeiten würden jetzt mal zur Auswahl stehen. Was Minecraft betrifft, wenn es denn sein sollte, dass ihr wirklich, oder ja, ne, lassen wir es einfach mal so im Raum stehen. Ich werde dann halt mit der Aufnahmesession danach halt, die jetzt nach diesem Video dann halt beginnen würde, würde ich es dann eben nach dem neuen Verfahren oder eben weiterhin nach dem alten Verfahren machen, je nachdem, wie ihr euch halt dafür entscheidet. Genau, das war's eigentlich zu Minecraft. Gibt's sonst noch irgendwas? Ja, gut, noch ein Thema zu Minecraft spezifisch. Wegen meiner, ja, Adventure Map. Ja, wow, ich baue eine Adventure Map. Müssten normalerweise eigentlich schon jeder mitbekommen haben. Und wie vielleicht auch jeder weiß, ist die schon lange, sehr lange in Planung. Und ich muss auch sagen, sie ist eigentlich auch schon fast fertig. Ich glaube noch zwei Sachen gehen noch ab. Wobei ich eins schon ich glaube, ich habe beide schon eingebaut. Ich muss nur noch
Aufgaben dafür herausfinden oder halt einbauen und halt noch die Wege. Und leider ist es so, ich kann im Prinzip, also ich könnte schon, aber genau, wäre ich ja nicht fertig. Das heißt, ich muss im Prinzip warten, bis Singleplayer Commands für Minecraft 1.3 heraus ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es heute schon angekommen oder bis ihr dieses Video hier seht, ist es vielleicht schon an. Und aber momentan, wo ich dieses Video aufnahm, nimm, gibt es es leider noch nicht für die 1.3.2 oder generell für die 1.3. Was ein bisschen schade ist, aber naja, kann man nichts dagegen tun. Ich hoffe, dass es dann demnächst mal updatet hier, weil ohne dem kann ich, wie gesagt, nicht weitermachen. Nach wie vor für die 1.2.5 Update New Version ist coming along very slowly. Frightened about 20 of commands I will test and release those. The other 100 or will come back over time. Or many be scared, bla bla. The plan is not the mod to work on LAN, actually, and SMP. Ja, also wie gesagt, noch für die 1.2.5. Er ist am Arbeiten, aber es dauert eben noch ein bisschen. Hoffentlich wird er bald fertig, dann kann ich nämlich endlich weitermachen und dann schaff's ich vielleicht auch bald die Adventure Map fertigzustellen. Dann habe ich noch, muss ich halt da noch ein paar Feinheiten machen und so. Und dann dürfte es eigentlich da auch bald die große Spezialwoche sozusagen dafür geben, wo ich dann quasi jeden Tag ein Spezial rund um das Thema Hodens Adventures quasi veröffentlichen kann. Aber dazu muss eben nur erstmal die Welt fertig sein. Ja, wenn sie fertig ist und ihr jetzt zufälligerweise dieses Video herangeschaut habt und wissen wollt, wie heißt dieses Video, wo kann ich die downloaden, der Link würde sich dann unten in der Videobeschreibung befinden, nur um das klarzustellen. Ich denke, das war's jetzt soweit. Ich hoffe auf eine gute Resonanz, was nächstes Let's Play betrifft. Also fleißig unten in die Kommentare schreiben. Wenn nichts drunten steht, dann suche ich mir eins selber aus, dass es klar ist. Und ja, Minecraft-spezifisch halt auch unten reinschreiben. Und dann schauen wir mal, wie es geht oder wie es aussieht. Ja, das war jetzt ein ziemlich langes Info-Quatsch-Video. Momentan nehme ich das Ganze mit Audacity auf. Ich weiß noch nicht, was ich so im Hintergrund laufen lasse. Vielleicht fliege ich so durch Minecraft-Welt rum oder irgendwas anderes. Mal schauen. Seht ihr ja. Und ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich. Euer Hohenkrebscreme sagt für heute Servus. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.